Mit Glanz und Gloria in eine neue Woche. Schön sind Sie dabei. Und wir starten gerade fulminant mit zwei grossen Schweizer Namen. Was der Franz Hohler zu feiern hat und wieso der Roger Federer unglaublich gern Staub saugt, wir zeigen es Ihnen jetzt. Die ganze Sportwelt redet zurzeit über die Rugby-Weltmeisterschaften. Das Finale ist das Wochenende. Uns Schweizer interessiert zurzeit aber viel mehr Tennis. Ab morgen schlägt nämlich der Roger Federer wieder auf bis im Heimturnier an der Swiss Indoors zu Basel. Und vor Freude lässt ihn sichtlich noch aufblühen, wie wir am Wochenende gesehen haben. Bei einem Sponsoren-Event ist er nicht nur richtig gut gelungen, sondern hat uns auch noch das ein oder andere Geheimnis aus seiner Jugend verraten, das er vielleicht lieber verdrängt hat. Wir drücken die Daumen. Mit einem grossen Starauflauf hat gestern Abend in Mailand die Verleihung der MTV European Music Awards stattgefunden. Als Favoriten für die Preise in den Hauptkategorien sind vor allem die beiden Popstars Taylor Swift und Justin Bieber gehandelt worden. Und wer hat das Rennen gemacht? Und jetzt gibt es noch richtig gute Nachrichten aus der hiesigen Filmwelt. Iraqi Odyssey vom Schweizer Regisseur Samir wird, wie man schon weiss, für einen Ausland-Oscar ins Rennen geschickt. Jetzt ist aber herausgekommen, dass er gleichzeitig auch in der Vorauswahl der besten Doc-Film ist. Unter die ersten 124 hat er es mit seinem Film schon mal geschafft. Etwas zu feiern hat auch ein anderer Schweizer. Einer, der schon ein bisschen länger kreativ ist und unserem Land unzählige Lieder und Geschichten geschenkt hat. Der Franz Hohler. Ein halbes Jahrhundert steht er schon auf der Bühne und zu seinem Jubiläum ist jetzt seine Biografie rausgekommen. Von der Bühne zum Film wechseln wir in der nächsten Sendung. Ganz grosses Kino, und das meine ich wörtlich, bieten wir Ihnen dann morgen. Dann findet in London die Weltpremiere des neuen Bond-Films statt. Die ersten Eindrücke, die bekommen Sie bei uns. Ich wünsche einen unterhaltsamen, restlichen Montagabend. Glanz und Gloria wurde Ihnen präsentiert von Louis Widmer, dermatologische Hautpflege aus der Schweiz.